Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arc Ed. In der letzten Folge sind wir ja hier in dieser neuen Zuflucht, in diesem neuen Dörfchen angekommen. Hüterhain heißt wohl das Ganze, aber Moment, das ist das Gebiet Hüterhain und das Dörfchen heißt Vindisa, oder? Ich stehe hier gerade etwas ungünstig, ja genau, Vindisa heißt das Dörfchen. Ja, hier sind wir angekommen und haben schon die ersten Leute kennengelernt. Hier scheint wohl einiges im Argen zu sein, denn hier im Wald gibt es Probleme. Diese Naturgeister sind wütend und die Harani aus einem anderen Gebiet holzen hier wohl sehr, sehr viele Bäume ab, was die Gebieter noch zusätzlich erzürnt. Außerdem scheinen die Bewohner dieses Dörfchens ja Fremden gegenüber sehr, sehr misstrauisch zu sein. So dass man meinen könnte, die haben etwas zu verbergen. Da hat unser neuer Freund Pedersen uns gebeten, dass wir uns hier mal umhören. Das werden wir auch auf jeden Fall tun. Ich schaue gerade mal hier zum Beispiel. Brevik und Kramber. Tja, in letzter Zeit sind viele seltsame Dinge geschehen. Aber das Schlimmste ist, dass die Tiere des Waldes so aggressiv geworden sind. Oh, der sieht wirklich sehr traurig aus. Oh nein, der Albatros, der mehrere hundert Jahre im Hain der Wächter gelebt hat, ist zum Reminiswald geflogen. Ich brauche jemanden, der ein paar Larven erledigt. Bist du interessiert? Wenn du die Blätterhaufen in der Nähe des Dorfes verbrennst, dann kommen die verborgenen Waldmaden raus. Jage sie davon und sammle kondensierte Erdenenergie. Die Larven verbrauchen viel zu viel Energie, die den Bäumen dann fehlt. Ich glaube, wenn wir sie davon abhalten könnten, wird sich die Lage verbessern. Gut, machen wir natürlich. Ich muss hier mal mein Questlog ein bisschen aufräumen. Denn gruselige Geschichten können wir auch heute wieder nicht machen. Da brauchen wir ja eine. Also da muss es Nacht sein, dass wir das machen können. Ich höre von mehr und mehr Einwohnern, die aus dem Dorf verschwunden sind. Wir haben kaum noch Besucher. Sie werden von den Meldungen über Vermisste abgeschreckt. Was ist da wohl los? Die Hysterer, die in diesem Dorf leben, sind die Hüter des Waldes. Sie schützen ihn und das natürliche Gleichgewicht. Vor kurzem wurden Pflanzenmutationen in den nördlichen Teilen des Waldes gesichtet, die die Bäume und Tiere des Waldes zu erdrücken drohen. Wir versuchen, nichts Lebendiges zu eliminieren, aber anscheinend gibt es keine andere Möglichkeit. Oh, die sind mir ja sehr sympathisch, auch so friedliebend. Wir müssen die Pflanzenmutationen bezwingen. Hilfst du uns? Ja, natürlich. Wie gesagt, die sind mir hier bisher sehr, sehr sympathisch und ich liebe ja auch dieses Waldgebiet. Total schön. Gefällt mir gut. Das hier ist unsere Hauptquestreihe. Halt! Du bist die Person, die Enchaka besiegt hat, richtig? Ja. Eine junge Frau namens Eltere war gerade hier und hat unglaubliche Geschichten über deine Heldentaten erzählt. Sie hat unser Lager vor nicht allzu langer Zeit verlassen. Wahrscheinlich ist sie noch da hinten auf der Straße. Ja, bei der Vieran-Hauptgeschichte ist es ja so, dass das in Villanella stoppt und erst, also in Lautensanghafen, und dass das dann erst hier im stillen Wald weitergeht. Man bekommt auch keine Folgequest, die einen hier dann herschickt, nur einen kleinen Hinweis, dass man in den stillen Wald gehen soll. Okay, jetzt haben wir ja einiges zu tun, haben wir alle Quests soweit eingesammelt? Ich glaube schon. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar, hier wäre Eltere, aber ich möchte gerne erstmal hier beim Hain der Wächter aktiv werden. Ich glaube, später reist man ohnehin diese Straße hier entlang. Okay. Dann Miranda. Fangen wir hier mal an. Ich glaube, da drüben sind die Holzfäller, oder? Was haben wir hier? Ach, Blätterhaufen, alles klar. Gut. Aber wir machen ja ohnehin alles. Ich weiß nur nicht, ob wir alles diese Folge schaffen. Wer ist denn das? Calliope. Mit dem kann ich mich aber nicht unterhalten, oder? Nein.
Der sitzt da einfach. Ich glaube, für ihn bekommen wir noch eine Quest, aber mal schauen. Wow. Irgendwie habe ich mir die Maden kleiner vorgestellt. Das wusste ich nicht mehr, dass die so riesig sind. Nicht schlecht. Okay, habe ich eigentlich noch meine Buffs? Ja, alles noch aktiv. Wunderbar. In 4 Minuten bekommt man hier auch wieder ein kleines Geschenk. Muss ich dran denken, mir das dann abzuholen. Oh, die ist ja ganz klein. Die andere war doch deutlich größer, oder? Obwohl, die ist auch nicht gerade klein, wenn man näher rankommt. Okay. Erdenenergie. Ja, 2 von 5. Wow, hier sind wirklich sehr viele Maden. Kein Wunder, dass es hier den Pflanzen, den Bäumen schlecht geht. Wenn die hier die ganze Energie rauben. Na? Die wollte gerade nicht so richtig. Noch 3 Stück. Wir können ja schon mal in diese Richtung gehen, denn ich glaube, dann weiter hinten sind die Holzfäller. Waldmarder. Welche Stufe hat meine Susi eigentlich mittlerweile? Stufe 27. Oh wow, Miranda bekommt hier ja auch Schaden, von denen sehe ich gerade. Die Kleine ist Stufe 24. Kann man sich das nochmal anzeigen lassen? Gesundheit EP. Ah ja, bei 61% ist die Kleine. Ich werde die, denke ich, noch bis Stufe 25 leveln und dann werde ich mal wechseln. Ich denke zu Aldin, auf den müssen wir dann nur sehr, sehr gut aufpassen. Mein Schneelöwe, ich glaube, der ist Stufe 15 oder so. Ich weiß gerade gar nicht, welche Stufe haben hier die Mobs? 27, oh ja. Da müssen wir wirklich gut auf ihn aufpassen. Der wird hier ein gefährliches Leben haben. Aber hilft ja alles nichts. Den möchte ich auf jeden Fall auch mitleveln. Ich habe da drüben gerade noch eine Quest entdeckt von Lilai. Steht hier ganz verloren im Wald die Dame oder ist es ein Herr? Nein, eine Dame. Ach, komm mir nicht zu nah. Auf mir lastet ein Fluch. Oho. Alle, die ich liebe, sterben. Meine Eltern, meine Geschwister, mein Mann, meine Freunde. Alles wegen mir. Oh, das hört sich grauenvoll an. Was ist denn passiert? Hier, wenn du helfen willst, dann pflanze diese Blutlilie drüben im Blumenbeet. Ich will helfen, aber ich weiß gerade nicht, wo das Blumenbeet ist. Moment. Bekomme ich das hier gerade auf der Karte nicht angezeigt? Blumenbeet. Hier. 5. Ach, das ist direkt hier. Okay, da habe ich wahrscheinlich drauf gestanden. Blutlilie pflanzen. Danke. Jetzt, da sie ein Teil des Gartens ist, ist die Last auf meinen Schultern schon etwas leichter geworden. Jedes Mal, wenn jemand, den ich liebte, stirbt, komme ich hierher, um eine weitere Lilie zu pflanzen. Die, die du gerade gepflanzt hast, ist für meinen Mann, der an einer Krankheit gestorben ist. Ich liebe ihn so sehr. Es war zu schwer für mich, sie selbst zu pflanzen. Du hast mir damit sehr geholfen, Yvain. Kein anderes Mitglied des Vieran-Volkes war bisher so nett zu mir. Wenn ich von solcher Freundlichkeit umgeben wäre, würde mein Leben bestimmt anders verlaufen. Die Arme. Also hoffe ich, deine Großzügigkeit bricht meinen Fluch, Yvain. Ich will hier keine weiteren Blutlilien mehr pflanzen. Ja, von diesem Fluch bekommen wir auf jeden Fall noch erzählt, aber ich weiß nicht mehr wann. Du weißt doch, dass weiße Lilien giftig sind, oder? Schon in Ordnung, du wirst nicht daran sterben, wenn du bloß an ihnen riechst. Mir ist etwas schwindlig. Okay. Also, der Fluch, ich will nicht zu viel verraten, spielt hier eine größere Rolle in dem stillen Wald. So viel kann ich vielleicht schon sagen. So, mal sehen.
Hier müssen wir noch Holzfäller besiegen, Wehren fragen und mit Brevik sprechen. Okay, dann gehen wir erstmal noch zu den Holzfällern darüber. Da reiten wir aber, das ist ja ein ganzes Stückchen noch entfernt. Ich glaube, ich habe vergessen, mich mit einem der Bewohner zu unterhalten. Naja, egal, machen wir nächste Folge spätestens dann. Ach, das sind die Mutationen, die müssen wir ja auch um die Ecke bringen. Moment, was machen wir zuerst? Wir machen zuerst die Holzfäller. Die stehen hier schon so erwartungsvoll. Baummörder. Wie viel brauchen wir von denen? Ah, noch 4 Stück, das ist ja nicht viel. Das haben wir schnell erledigt. Susi macht ja auch gut Schaden. Dann hole ich mir hier schon mal den nächsten ran. Na, wenn Susi mich durchlassen würde. Sehr interessante Pflanzen wachsen ja auch überall. Diese Orangen hier. Erinnert mich so ein bisschen an Alice im Wunderland. So dieses Gebiet, wo auch die Grinsekatze zum ersten Mal auftritt. Den können wir auch noch plündern. Jetzt brauchen wir noch 2 Stück. Wer möchte denn? Wie wäre es denn mit euch zwei beiden? Du und du. Warum greift Susi? Ah, jetzt greift sie an. Sie war etwas zögerlich bei dem ersten Holzfäller. Egal. Bis der da aus der Hand draußen ist, haben wir den schon angegriffen. Also ich muss immer noch sagen, dass mir Trickser hier sehr, sehr viel Spaß macht. Sehr, sehr viel. Ich bin ja normal eigentlich keine Nahkämpferin. Aber hier so die Kombination aus Nahkampfwaffen. Momentan habe ich ja ein Schwert. Und Pfeil und Bogen finde ich richtig klasse hier in Arc Age. So, die Quest haben wir auch fertig. Jetzt brauchen wir noch 8 Mutationen. Das wären dann diese hier. Und diese etwas kleineren Kameraden da hinten, die sehen irgendwie von Weitem aus wie so Echsen, so Geckos. Zumindest mal diese kleinen hier. Die eine da drüben hat eine andere Farbe. Mal schauen, ob das irgendeine besondere Pflanzenmutation ist, die vielleicht stärker ist. Müssen wir gleich mal nachschauen. Nicht, dass ich da in meinen Tod renne. Pesthauch. Und die anderen waren normale. Ah, alles klar. Na gut. Ist auf jeden Fall kein Elite oder so etwas. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier in dem Hain Elite gibt. Da bin ich gerade überfragt. Viele Elite-Gegner sind ja auch gleichzeitig Ramobs. Also die sind nicht immer da. Da braucht man dann schon ein bisschen Glück, wenn man die machen möchte. Na? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo ich meinen Rückrufpunkt habe. Denn hier würde es sich ja gleich anbieten, den zu nutzen. Aber ich glaube, ich habe vergessen, meinen Rückrufpunkt auf das neue Dörfchen zu legen. Ich glaube, wenn ich den dann nutzen würde, würde ich in Villanella irgendwo rauskommen. Aber ich denke, ich werde mich teleportieren, damit wir heute auf jeden Fall in der Folge noch die Quests abgeben können. Oh, mein Geschenk. Ein Spielzeugstück erworben. Aha. Mal schauen. Sammle 10 Spielzeugteile, um sie zu kombinieren. Alles klar. Was dann dabei rauskommt, kann ich allerdings nicht sagen. Das ist wohl auch wieder so ein Ingame-Event. Wie viel fehlen uns eigentlich noch? Noch 3 Stück jetzt. Gehen immer tiefer in den Wald, weil es hier wirklich sehr, sehr schön ist. Und wenn diese mutierten Pflanzen nicht wären, wäre das wirklich ein friedlicher Ort. Schön zum Spazierengehen. Noch 2. Ich hole mir mal wieder 2 gleichzeitig. Oh, meine Buffs laufen gleich ab. Aber wir sind hier ohnehin gleich fertig. Ich glaube, ich habe jetzt auch gar keine Karamelldrops mehr. Die hatte ich ja ganz zum Anfang mal geschenkt bekommen. Die haben sich lange gehalten. Zauberbücher habe ich allerdings noch. So. Jetzt
Jetzt dürften wir alle Quests fertig haben. Was hat die Pflanze noch für mich? Na? Geldbörse, alles klar. So, jetzt müssten wir... Ja, jetzt sind wir hier fertig. Dann schaue ich mal, dass ich mich teleportiere. Und zwar müssen wir Stiller Wald, Bedisa. Genau, da möchten wir gerne hin. Ich weiß, ich bin sehr lauffaul, aber wenn es hier die Möglichkeit gibt, sich zu teleportieren, nutze ich die natürlich auch immer gerne. Also in meinen anderen Spielen bin ich genauso lauffaul, da bin ich ganz ehrlich. So, fangen wir hier an. Je mehr dieser Pflanzen wir beseitigen, desto geringer ist die Gefahr. Dann nehme ich den Bogen. Die Pflanzenmutationen selbst sind nicht die wahre Bedrohung. Die liegt in der Ursache ihrer Verwandlung. Meine Kollegen und ich arbeiten hart daran, die Quelle zu finden und einen Weg, es aufzuhalten. Bitte bring diesen Brief Obdal, dem Leiter des Jägerrefugiums im Reminiswald. Er soll damit über das seltsame Phänomen informiert werden, das im Hain der Wächter auftritt. Ich hoffe, im Reminiswald ist alles in Ordnung. Ich fürchte nicht, aber da kommen wir dann wahrscheinlich nächste Folge erst hin. Großartig, vielleicht hilft uns diese Erdenenergie, den Waldboden wiederherzustellen und die Bäume wieder zum Wachsen zu bringen. Ja, das hoffe ich. Wo können wir noch etwas abgeben? Da oben. Ach, das war der eine Bewohner, wo ich vorhin vergessen habe. Den habe ich vergessen. Mit dem hätte ich mich vorhin schon unterhalten müssen. Wenn du im Stillen Wald Urlaub machst, besuche die Hütte am See. Sie ist bei Reisenden wegen des Ausblicks sehr beliebt. Dankeschön. Schauen wir auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde die Männer hier im Stillen Wald ja alle sehr, sehr hübsch gestaltet, muss ich sagen. Gefallen mir alle gut. Seit einer Weile sind jede Nacht markerschütternde Schreie im Wald zu hören. Ich mache mir solche Sorgen, dass ich das Dorf gar nicht mehr verlasse. Ach du meine Güte. Ja, jetzt müssen wir auch wieder mit unserem Freund Pedersen sprechen. Aber hier oben können wir auch noch eine Quest abgeben. Oberster Waldhüter, Kelstrom. Ja, den Dialog hatte ich ja schon in der letzten Folge vorgelesen. Gut gemacht. Ich bin also nicht der Einzige, der Wache hält, bis diese unvernünftigen Holzfäller verschwinden. Hier gibt es keine Folgequest mehr. Dann würde ich sagen, sprechen wir aber noch mit unserem Freund Pedersen und seiner Truppe. Hier, die Jungs. Wie ich es mir gedacht hatte. Bestimmt wollen sie gar nicht darüber nachdenken, was das alles bedeutet. Naja, wer weiß. Meine Partner und ich werden Ermittlungen anstellen. Wir müssen erst die Quelle des Problems ausfindig machen, bevor wir uns darum kümmern können. Ich kann leider nicht sofort anfangen. Da gibt es noch eine Sache. Ermittlerin Calliope hat das Dorf verlassen, um einige Pflanzen zu untersuchen und hat sich schon seit Tagen nicht mehr gemeldet. Kannst du sie bitte suchen? Mobilisierungsbefehl, ja, das ist PvP, soweit ich weiß. Finde Calliope, die ist in diesem Bereich. Ah, ich sehe es schon leuchten, alles klar. Okay, das machen wir dann aber auch in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!